Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Helger, Stereo Trader und meine Wenigkeit. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Freue mich sehr, wieder hier zu sein und umso mehr, dass Sie heute wieder live dabei sind. Und natürlich, dass Dirk für uns die Zeit gefunden hat. Bevor ich den Bildschirm an Dirk übergebe, müssen wir uns aber wie immer den Risikohinweis anschauen, denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Dirk vielleicht den einen oder anderen Trade heute macht. Ja, sehr schön. Dann soll es auch direkt losgehen. Dirk kriegt ja jetzt den Bildschirm von mir. Ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Mal, ob das Bild das Richtige ist, aber sieht ja erstmal ganz gut aus, ne? Überhaupt. Gut, so, sogar das Mikro geht. Wahnsinn. Dann bin ich ja mal gespannt, was das wird. So, dann sage ich an der Stelle halt auch mal hallo, moin und herzlich willkommen hier zum Live-Trading, höchstwahrscheinlich mit meiner Wenigkeit bei FX Flat. Schön, dass der Nelson auch wieder da ist, ne? Der war ja auch tatsächlich lang genug weg. Und von daher ist das ja erstmal ein guter Start. So, irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, aber ich glaube, stimmt alles, oder? Zumindest technisch. Was meinst du damit? Sehe ich, naja, nö, ne, geht so, Hemd hier, gut, okay, das Nö, hätte man. alles gut. Die Ente ist auch da. Wer ist da? Die Ente. Die Ente, ja, das ist die Glücksente, die gehört da auf jeden Fall immer hin. So, also hier ist ja tatsächlich was los und es kommen ja auch immer noch welche rein. Das finde ich natürlich sehr gut, wenn ich da nicht so alleine mit meinem Kaffee sitze und dann irgendwie halt versuchen muss, irgendwie mit den Märkten klarzukommen. Ich würde jetzt nur ganz kurz, ich hoffe, das funktioniert jetzt mal wieder. Ich muss mir hier kurz die Fragen nämlich einblenden. Das ploppt gerne mal irgendwie ins falsche Bild. Ich hoffe, wir machen jetzt hier keinen Datenschutz-Breach. Das, ja, ist natürlich so, ne? Ist klar. Kommt einfach, das ist so ein Ding, das verstehe, werde ich im Leben nicht verstehen, warum es da nicht irgendwie halt irgendwie, wenn man nicht sagen kann. Komm doch bitte in das Fenster. Klickst du drauf, ist immer Glückssache, wo es dann rauskommt, auf welchem Monitor es war, dann prompt der falsche. Gut, ich habe ihn ja schnell weggewischt, be bewegt. Ich hoffe, das war dann okay, Nelson, oder? Ja, ich normalerweise blendet GoToWebinar das aus. Also ich konnte nichts erkennen. Okay, gut. Dann hoffen wir mal, dass das passt. Gut, so, dann gehen wir mal, kurze Rede, langer Sinn, hier gleich auf das Hauptbild. Ihr könnt natürlich auch wie immer gerne zwischendurch Fragen stellen oder halt auch Input geben, egal in welcher Form. Und es soll ja auch nicht langweilig werden, sondern ich bin immer ganz froh drum, wenn das Ganze halt so ein bisschen interaktiv eben auch ist und ich nicht nur hier einen Monolog mache und man auch ein bisschen eben auf Kommentare, Fragen, was auch immer, dann auch eingehen kann. Also da müsst ihr euch bitte wirklich nicht zurückhalten. Ich schiebe hier gerade noch ein paar Monitore durch die Gegend, damit ich hier irgendwie alles im Griff habe, soweit als möglich. Und dann gehe ich auch mal rüber, nachdem, Moment, eine Sekunde, aufs große Bild erstmal. Und dann schalte ich mal um auf den Hauptschirm. So, also. Ich habe ja, ich weiß gar nicht so genau, was ich im Blog geschrieben habe, was jetzt irgendwie die Aussicht für heute angeht. Ich finde es halt generell so ein bisschen, wenn ich mir das jetzt halt eben auch aus der Perspektive angucke, so ein bisschen undurchsichtig, sehr seitwärts, ne? Ich glaube, darauf sollte man sich jetzt auch erstmal einstellen. Wenn man sich das Ganze halt mal so anguckt, sowohl im DAX halt als auch im DAU. Ich habe ja schon geschrieben, es kann tatsächlich auch passieren, dass ich den DAX anpacken werde, weil der nämlich gestern halt auch wieder sehr gut greifbar war. Und von daher muss es jetzt nicht unbedingt der DAU sein. Ich handle ja eigentlich kein DAX mehr, außer wenn ich dann natürlich sehe, okay,
der hält sich halt genau irgendwie ans Raster und an die Grenzen und dann spricht er natürlich erstmal nichts dagegen. Zumindest mal so lange, bis es dann halt eben nicht mehr geht. Ne? Aber momentan scheint es halt so zu sein. Aber ich fange jetzt trotzdem erstmal kurz mit dem DAO an. So, also das sieht man auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Ne? Hier ja schon bei den letzten Bewegungen, jetzt hier bei der laufenden Stunde und der davor. Das ist schon ziemlich genau, was halt hier passiert. Also passt natürlich sehr gut zu dem, was eingezeichnet ist. Ne? Und hier oben mit der 980, das war ja wirklich halt echt nett, was er da gemacht hat, gerade. Beziehungsweise für Long natürlich nicht nett, aber ich habe auch gestern schon gesagt, ich wäre mit Kurzstrecken hier wirklich vorsichtig, mit Langstrecken, wirklich vorsichtig, das halt einzuschätzen, beziehungsweise sich halt darauf einzuschießen, dass der jetzt von hier irgendeine große Bewegung macht. Das kann natürlich sein, aber wie man sieht, es läuft einfach nur kreuz und quer seitwärts. Und da ist jetzt nicht unbedingt irgendwie eine große Richtung irgendwohin auszumachen. Und das finde ich dann halt erstmal von der momentanen Betrachtung halt dann auch wichtig, dann zu sagen, okay, ich sehe halt, es geht nicht rauf, es geht nicht runter, es klemmt halt hier in dieser blauen Zone hauptsächlich fest und mehr passiert nicht. Und da sollte man jetzt auch nicht unbedingt drauf wetten, dass da so wahnsinnig viel mehr dann halt eben auch kommt. Und auch wenn wir jetzt die Eröffnung haben, aber die haben wir jetzt halt erstmal dann auch im DAX, nicht im DAO, aber im DAO kommt ja bekanntlicherweise auch immer Volumen dann dazu um 9 Uhr, wenn es dann halt eben losgeht. Und von daher kann man das natürlich dann noch beides betrachten. Jetzt habe ich dann vorhin irgendwie in der Gruppe im Vorbeigehen da halt irgendwie auch gelesen, wo einer meinte, ich wäre dafür, dass der DAX heute long geht. Und dann sieht man halt direkt, was hier passiert. Ne? Das war 7 Uhr und dann plapp. Die wird halt direkt wieder abverkauft. Es drückt halt einfach runter. Ne? Und gestern halt, für die, die es jetzt halt vielleicht nicht gelesen haben im Blog, aber generell habe ich halt gestern ja gemeint, Vorsicht, News haben kurze Beine, weil nach dem Motto, ja, das Wahlergebnis ist ja ganz nett, es gibt kein Rot-Rot-Grün, was mit Sicherheit irgendwie für unseren Bereich ein Vorteil ist. Das heißt aber nicht, dass dann halt eben dann auch weiter long geht. Und das sind wir hier gestern da gestartet und was hat er gemacht? Plopp, 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 einfach nur nach unten gedrückt und da hält er sich jetzt halt hier auch an den Tagestiefs von gestern halt fest. Und damit ist natürlich halt eins auch wieder bestätigt, so bitte niemals nach Logik handeln. Das funktioniert einfach nicht. Ja, so nach dem Motto, das ist passiert, ja, dann muss das und das kommen. Nein, das hat noch nie funktioniert und das wird auch nie funktionieren. Und natürlich gibt es dann auch Ausnahmen, aber es ist ja eben genauso Teil der Unlogik. Ja? Also wenn es mal funktioniert und mal nicht, dann ist es halt einfach keine Logik. Logik ist etwas, was halt immer aufgeht. Und das hier in dem Fall dann entsprechend nicht. Ne? So, und das heißt, auch jetzt hier im DAX das Gleiche in Grün. Wir sehen es ja halt hier, die 611. Dass diese gestrichelten sind bei mir halt immer Trendgrenzen. Ich versuche das natürlich nachher auch nochmal so aufzudröseln, dass man das eben auch versteht, wenn man jetzt halt irgendwie jetzt hier zum Beispiel zum ersten Mal dabei ist. Und weil ich setze es natürlich, aber was heißt natürlich, ich setze es zu oft, zu selbstverständlich voraus, dass man das kennt, was ich mache, was ich blocke und so weiter. Aber es ist ja nicht für jeden der Fall. Deswegen seid vielleicht an der Stelle auch mal so nett und schreibt auch mal irgendwie hier in die Kommentare, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid oder halt uns, mich nicht kennt. Und dann kann ich mich so ein bisschen drauf einstellen. Also einfach ein kurzes Hallo an von denjenigen, die halt jetzt hier neu sind. Und dann halt kriege ich so ein bisschen Gefühl dafür, wie hoch der Anteil ist und wie weit ich da ausholen muss. So, das heißt, wenn wir uns jetzt hier mal an der Stunde orientieren, wenn die Stunde jetzt so schließt, die hat noch 5 Minuten, ja, das ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel, die wird sich wohl auch nicht mehr ganz umdrehen. Das heißt, mit umdrehen meine ich halt, die geht jetzt bestimmt nicht mehr oben durch die Decke und rennt dann halt irgendwie hier auf das Hoch. Ich mache mal irgendwie gerade hier den Scheinwerfer an. Ne? Das heißt also, wir klemmen jetzt hier unten bei diesen Tiefs im DAX, bin ich jetzt hier auf der linken Seite. Und umdrehen würde heißen, die müsste hier oben drüber schließen mit einer langen Lunte. Und dann hätte das Chancen, auch ein paar Punkte weiterzulaufen. Aber halt eben trotzdem nicht irgendwie dann auch bis unters Dach.
So, und das heißt, wir werden in dieser Form jetzt erstmal wahrscheinlich schließen, irgendwo hier unten. Und da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, schließen wir halt unter dem Tagestief von gestern oder schließen wir drüber. Schließen wir drunter, würde ich sagen, gibt es noch einen kleinen Rücklauf und dann machen wir direkt die nächste Etage tiefer und schauen uns die alten Lows hier an der Stelle an und gucken, ob wir da durchkommen. Ne? So, schließen wir hier dazwischen, dann kriegen wir möglicherweise ziemliches Geeiere um 9 Uhr und es wird wahrscheinlich nicht viel passieren, aber wenn der jetzt halt so schließt, wird der höchst, also jetzt unter dieser 7 Uhr Bewegung, unter diesen Versuchen jetzt da oben rauszukommen, wenn der hier irgendwo schließt, wird der um 9 Uhr zumindest höchstwahrscheinlich nicht bis da rauslaufen. Wenn, dann maximal irgendwie in einem Spike und kommt dann aber halt wieder zurück in diesen Bereich, ne? Weil dann einfach nur hier Shorts aufgelöst werden, ja, und das war's dann. Also das wäre so meine Einschätzung halt jetzt hier für den DAX. Im Dow, ne, sieht man ja halt auch, drückt ordentlich hier oben bei der 980 sehr genau, nachdem gestern hier die 35031 mit einem Spike hier oben genau an die 063 das Ganze wieder nach unten gedrückt hat und hier wieder in der Zone und da gilt das Gleiche, schließen wir unter der Zone, kriegen wir höchstwahrscheinlich noch einen kleinen Rücklauf und dann drückt es nochmal auf die Unterseite, aber wird auch nicht darauf laufen. So, das ist natürlich dann jetzt die Einschätzung für eine ganze Stunde und das heißt dann halt eben auch, und deswegen ist dann auch wieder wichtig, was der Nelson auch vorhin gesagt hat, bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen. Das heißt, es kann natürlich auch genauso gut immer passieren, dass die Position erstmal falsch liegt. Und wenn ich versuche, halt jetzt den Stundenchart halt zu handeln, dann muss ich im Zweifelsfall auch irgendwie ein, zwei Kerzen einplanen. Das heißt dann auch ein, zwei Stunden, bis so eine Nummer aufgeht. Und so lange dauert das Webinar im Zweifelsfall halt nicht, ne? Deswegen muss man halt dann immer, wenn man dann meint, okay, das ist auch meine Richtung, dann muss man auch genau zuhören und dann halt auch Geduld bewahren. Und wenn das halt irgendwie, wenn eine Schieflage da sein sollte am Anfang und muss das dann halt eben ein bisschen länger im Auge behalten als eben nur ein paar Minuten. Ne? So, hier sieht man, da versucht er jetzt drunter zu schließen, die nächsten 2 Minuten, mehr wird da jetzt nicht mehr passieren. Und wie gesagt, wenn das passiert, kleiner Rücklauf rauf und dann halt wieder drücken auf die Unterseite und dann gucken, wie es weitergeht. So, ich würde jetzt mal versuchen, mal gucken, ob wir da nicht die erste Bewegung tatsächlich mitkriegen, wenn der Schlusskurs entsprechend tief genug ist. Und das heißt, tatsächlich würde ich hier versuchen, jetzt mal mich innerhalb der ersten 5 Minuten dann auch einstoppen zu lassen, beziehungsweise abholen zu lassen. Mal gucken, ob das gelingt. So, ich gehe mal dafür rüber. Hier haben wir das Bild ja nicht. Okay, habe ich irgendwie vergessen, das Live-Chart-Add-on drauf zu machen. Das werde ich gleich mal noch nachholen. Also hier wäre der DAX und auf der anderen Seite der DAU. So, da habe ich das Bild drin. Hier werde ich es gleich mal noch zubauen. Dazu muss ich aber kurz mal das Bild unterbrechen. Das will ich jetzt aber nicht machen vor der Markteröffnung. So, das heißt, also wenn wir jetzt halt hier nochmal im DAU betrachtet, die 921, das ist so die Mitte von dieser ganzen Geschichte, ist auch das, wo die 7 Uhr Kerze draufsteht. Das wäre halt ein möglicher Rücklauf. Also da halt eine Übertreibung, 921. Da oben wäre das einmal kurz über die Hochs drüber. Kann aber auch sein, dass wir da schon erst gar nicht mehr hinkommen. Das kann natürlich jetzt auch passieren. So, ich gehe mal rüber auf den DAX. Wie gesagt, kleiner Rücklauf. Mehr muss hier gar nicht kommen. Mal gucken, wie weit der Kollege darauf laufen will. 589 wäre die Mitte. Es geht jetzt leider ein bisschen schnell, weil es tut mir leid, ich hoffe, ich verwirre jetzt irgendwie keinen. So, das heißt, ne, die Stelle unterhalb von der Kerze, das wäre natürlich nett, wenn wir bis dahin kämen. Und dann würde ich dort halt versuchen zu shorten, aber sieht eher so aus, als klemmt der halt direkt schon hier drunter, aber ich weiß es halt natürlich nicht. Ne? So, also 589. Das heißt also, der Bereich hier wäre auch der POC,
eine Point of Control. Und von daher würde das sogar passen. So. Also mit hier in den ersten 2 Minuten rein wird wohl nichts werden, aber ist egal. Okay, das Einzige, was mich jetzt dabei stört, ist, dass halt hier der Kassaschluss von gestern liegt knapp drunter. Und ich verteidige ja immer den Ansatz zu sagen, Gap Close von unten ist nicht Short und Gap Close von oben nicht Long. Und das heißt, hier hätten wir ein Gap Close, dann ist natürlich die Gefahr recht hoch, dass wir da halt dann auch durchlaufen. Von daher muss man da so ein bisschen aufpassen. Okay, so, also hier erstmal ein bisschen hin und her. So, ich mache jetzt mal ganz kurz einen Break und stelle mal hier noch gerade den Live-Chart mit dazu, damit der und dann auch gleich da ist. Und ich muss dazu hier ein paar Sachen aufklappen, die nicht unbedingt ins Webinar gehören. So. Ich mal kurz was umstellen. Moment bitte. Ja, hier ist irgendwie auch. Moment, ich bin sofort wieder da. So. Gut, da sind wir wieder. Also da war ja halt, wo ich gerade gesagt habe, vielleicht scheitert er halt hier schon an dem ersten Hoch. Das heißt, unter der Value Area dann auch, zumindest mal halt hier die Tick Value Area. Das heißt also der Bereich, der am meisten gehandelt wurde. Wenn man natürlich jetzt todesmutig ist, kann man natürlich hier direkt versuchen, Short zu gehen, runter bis zur 516. Was hat hier unten diese nächsten Tiefe? Das kann man machen. Ne? Also, das ist natürlich keine Empfehlung. Aber ja, bis ich wieder fertig bin mit Reden, ist es einmal schon runtergeploppt. Das wären schon gleich mal irgendwie 10 Punkte gewesen. Aber okay, ich bin nicht immer der Schnellste unbedingt, wenn ich erkläre und gleichzeitig irgendwie handeln soll. Das hatten wir alles schon mal. So, ne? Auf jeden Fall hier saubere Reaktion, hier auf der Unterseite, eben auch auf der letzten Linie. Wobei das jetzt halt weniger auch mit den Linien zu tun hat, sondern, ich habe das Fenster, nein, Sekunde. Das hat weniger mit der Linie zu tun, sondern generell mit dem, wie der Markt halt überhaupt funktioniert. So, ich war jetzt tatsächlich einfach nur zu langsam. So. Ich hätte mich gerne hier oben einstoppen lassen, beziehungsweise ich habe ja gesagt, vielleicht kriegt man nur einen kleinen Rücklauf, geht dann direkt runter. Aber gut, jetzt war ich halt einfach zu langsam. Das ist halt jetzt einfach so. Ne? Das ist natürlich ein bisschen doof, aber so, ich gehe mal ganz kurz aufs andere Bild. Mal gucken, wir haben ja jetzt erstmal die ersten 5 Minuten um und vielleicht gibt es ja da eine Chance, noch reinzukommen. Das heißt aber dann auch erstmal, ich bleibe bei der Theorie. Weil ich jetzt halt hier höchstwahrscheinlich nicht mehr so ohne weiteres in den Markt halt reinkommen werde und werde dann jetzt mal versuchen, darauf abgestellt, so ein bisschen was entsprechend zu erklären. So, einen Moment, ich muss hier gerade noch was anderes machen. So. Also, es drückt auf jeden Fall runter und wie man sieht, laufen wir jetzt halt hier diese Lows an. Ne? Ob man die jetzt long handeln will, Ich bin nicht so ein Freund davon, direkt gegen den ersten Impuls zu handeln, beziehungsweise das ist ja schon der zweite. Der erste war ja rauf, das war ja nur ein Test hier von der Zone, von dem letzten kleinen Cluster. Und das hier ist jetzt quasi der erste Folgeimpuls, wenn man so möchte. Und da direkt dagegen handeln, ich glaube, das ist nicht so unbedingt eine gute Idee. Das Ding kann, auch wenn ich gesagt habe, erstmal sind wir seitwärts orientiert. Es kann aber natürlich trotzdem, wenn jetzt hier Volumen in den Markt reinkommt, natürlich auch hier unten durchdrücken. Ne? Deswegen sage ich halt, nicht unbedingt gegen den ersten Impuls handeln. Erstmal gucken, was die anderen machen.
Und dann kann man sich überlegen, ob man darauf einsteigen möchte. Was man aber zumindest schon mal sieht, und deswegen habe ich auch gesagt, es kann sein, dass ich auch den DAX auch anpacke. Ne, das meinte ich damit. Also wenn ich sehe, wie super sauber das halt hier funktioniert, ne, die 516 extrem sauber, 15 Punkte nach Norden, ging sogar an der Stelle hier oben einfach nur die letzte Triggerlinie nach unten gedrückt bis zur nächsten, auch sauber. Und aber das ist ja grundsätzlich auch die Logik, die dahinter steckt, hinter Live-Chart, also beziehungsweise hinter meinem Handelsansatz, der im Live-Chart ja dargestellt wird und die ja halt auch aufgeht. Ne? Also sehr oft aufgeht. Jetzt gerade wieder hat man es ja gesehen. Ne? Und danach heißt es eben, wenn wir jetzt halt hier so eine Geschichte haben, ne, das ist halt die generelle Logik, wir schließen unter einem Level, wie jetzt hier, dann gibt es einen Rücklauf zum Level und es geht zum nächsten Level. So. Und das hat ja gerade perfekt gepasst. Ne? So, das heißt aber nicht, dass jedes Level jetzt reagieren muss. Nur weil das es jetzt gerade getan hat, kann genauso gut sein, dass wir hier bei 0, ne, also 9 Uhr, hier war ja der Start, da jetzt nochmal Anlauf nehmen und dann einfach drunter schieben. Ja? Also das ist halt. Dafür sind die halt nicht gedacht. Das heißt nicht nur bis hierher und dann Feierabend, sondern es das heißt nur drunter geschlossen, also Short Impuls und in der Regel dann halt bis mindestens zum nächsten. Und das kann aber auch genauso gut da unten hinfallen, womit wir dann halt hier bei diesem Cluster dann halt wären. So, wir sind auf jeden Fall schon mal unter dem Tagestief von gestern und das ist erstmal generell nicht long. Ne? Und vor allen Dingen, wenn wir hier drunter fallen, unter diesen Klumpen an der Stelle, dann heißt es halt auch, weil hier war Volumen, ne? Ganz klar. Und generell, der Markt konzentriert sich immer gerne dort, wo Volumen ist. Und das heißt aber auch, wenn hier dieses Volumen, wenn diese Händler von dem Bereich auch nochmal hier aktiv werden, ja, mit einem ähnlichen Volumen und das wird nach unten durchgedrückt. Und dann heißt es nicht nur, wir haben ein Low gebrochen, sondern es das heißt auch, wir haben halt, wie gesagt, wenn die dabei gewesen sind, wovon in der Regel auszugehen ist, weil ja viel automatisiert ist, dann heißt es das auch, dass das Volumen hier ausgereicht hat, um das halt wegzudrücken. Und das ist dann auch, weil es halt so ein fettes Cluster hier ist, an der Stelle nochmal ein zusätzliches Signal dafür, dass der Markt wahrscheinlich eher tiefer schieben wird. Ne? So, und hier wäre dann die nächste Grenze, hier unten in dem Bereich. Einfach, weil wir halt hier einen Widerstand hatten und auch nochmal ein Cluster und da halt quasi der nächste Volumenpunkt. Ne? Und das sieht man auch hier in der Darstellung, hier in der Glocke, wo sich das Volumen da auch konzentriert hat. Hier nochmal, hier am Point of Control. Das heißt, hier ist auf jeden Fall was los, von dem Bereich bis zu dem Bereich. Ich hoffe, man kann meine Maus sehen. Da ist auf jeden Fall einiges los. Und wenn man sich das halt mal daran nimmt, das ist jetzt hier nur kein Future-Volumen, das habe ich nämlich eben nicht umgestellt. Aber in etwa dürfte sich das decken. Das heißt also tatsächlich, ne, wie man sieht, wie man hoffentlich sehen kann, mit dieser Linie, Moment, ich mache die mal ein bisschen dicker, so dass man es auch erkennen kann. Ne? Also hier mitten im Cluster, mitten in dem Point of Control, hier an den Lows, da wird es dann halt auch eng, beziehungsweise um da durchzukommen, muss halt ein bisschen mehr Druck auch da sein. Ne? Und das deckt sich natürlich halt hier. Diese beiden hier mit dem Low, das passt schon ziemlich gut zusammen. So, und darauf sollte man meines Erachtens dann auch gucken. So, jetzt kann es immer noch passieren, dass wir hier einen kleinen Rücklauf kriegen, der halt noch ein bisschen höher ist. Ich weiß es nicht, aber dann würden wir erstmal halt im gefürchteten Seitwärts stranden. So, also, das war für die Schnellen, die vorhin irgendwie aufgepasst haben, um da halt ein paar Punkte mitzunehmen. Und jetzt kommen die ganzen Langsamen halt hinterher, die so schnell sind wie ich heute Morgen und müssen jetzt auch gucken, dass sie damit noch irgendwie klarkommen und irgendwas reißen können. Aber wie gesagt, hier durchkommen wird jetzt nicht so einfach, wenn es nicht im ersten Impuls jetzt gelaufen ist. Das wollte ich doch gar nicht. So. Hier oben die Limit liegt noch, die liegt aber jetzt eh halt auch zu hoch und von daher jetzt nicht ganz so easy. So, ich gehe mal rüber auf den DAU, beziehungsweise ich bleib mal ganz kurz hier noch im DAX. Warum, weshalb, wieso? Manchmal sind es die einfachsten Dinge.
die Sinn machen. Und was man halt hier sieht, im DAX, ähnlich wie im DAO, SMA 20, ganz einfach im Daily. Ne? So, einmal irgendwie doch drüber, wieder drunter verkauft, gestern wieder versucht und eben einfach nur da oben angedotzt, jetzt drückt es halt runter. Ne? So, das ist das, was halt am meisten hier auffällt im DAX, dass es halt eben an der Stelle klemmt. Und im DAO sieht es halt ganz ähnlich aus. Ne? Ich finde es halt immer wichtig, dass wenn man halt mal eine größere Richtung, also zumindest sich von der Richtung orientieren will, dass man mal den Daily auspackt und dort mal guckt, was ist da eigentlich los. Und was man aber hier genauso gut sieht, ist diese Geschichte, nämlich diese letzte Kerze. Da bewegen wir uns eigentlich nur drin. Die Spikes da oben vergessen wir jetzt mal, aber mehr ist da eigentlich noch nicht passiert. Ne? Das heißt also hier letzter Außenstab, da schieben wir hin und her. Ne? Und wenn der dann halt auch noch nach unten verkauft wird, wäre es noch ein Argument mehr, dass die Geschichte halt auch nochmal kippt. Auf der anderen Seite ist natürlich die Unterseite hier von dieser letzten Aufwärtsbewegung von dem Außenstab natürlich genauso relevant. Deswegen hier Tendenz trotzdem seitwärts. Außer es kommt jetzt irgendwie die Monsterposition und wir schießen den DAX da unten hin und der schließt dann als Beispiel auch dann heute hier ungefähr in dem Segment beziehungsweise da drunter und dann wäre das auch wieder ein Signal für weiter runter. Aber wirklich rauf sehe ich momentan hier noch nicht wahnsinnig viel. So, und da sollte man dann auch für meine Begriffe eben solche Geschichten wie, ja, die Wahlen waren ja ganz nett und der Markt muss hoch, davon sollte man sich einfach frei machen. Das bringt meines Erachtens überhaupt nichts. So, aber jetzt dann rüber zum Kollegen Dau. So, der hat gerade nämlich jemand geschrieben. Oh, Entschuldigung, Moment. Kurz hier. Der wäre noch nicht so schwach. Da würde ich nichts drauf geben, weil auch wenn der zum Beispiel, wenn der DAX jetzt am Fallen ist und der DAU noch irgendwie klemmt, meistens wird es irgendwie ausgeglichen dann vom Tempo. Das heißt, der eine ist mal ein bisschen schneller und der andere ein bisschen langsamer. Da würde ich wirklich gar nichts drauf geben. Das bringt in der Regel nichts. So, aber da hier sieht man ja auch, ne, ich bin mit 2-Minuten-Chart hier auf der linken Seite. Und da drückt es halt einfach auch nur nach unten. Ne. Gab es jetzt überhaupt gar kein Zurück. Ist halt nur ein bisschen langsamer, aber es drückt. So. Hier zeige ich auch mal zur größeren Orientierung das andere Bild, nämlich auch den Daily. Der Ansatz ist ja sehr ähnlich. Auf den war ich ja fokussiert schon seit einigen Wochen, weil ich gesagt habe, ja, ich muss hier ein bisschen die Zeit mit Theorie überbrücken, weil ich halt einfach nicht sauber reingekommen bin, weil ich zu langsam war. Ich habe den deswegen im Auge aus dem einfachen Grund. Hier oben hat man gesehen, ja, dass die Range, die er hier oben gebastelt hat, die war ja ziemlich nervig war, dass die sich immer am SMA 20 hier abgestützt hat, jedes Mal. Ne? Und hier oben war dann halt irgendwo der Deckel drauf. So, und dann ist der, ja, das ist ja schon deutlich zu sehen, auch hier jetzt da, das gleiche in Grün, dann hier irgendwie abgeprallt, dann gekauft und dann nur drauf gestützt und dann flopp wieder runter. Und deswegen habe ich auch gesagt, so eigentlich kann es doch nicht sein, wenn der die ganze Zeit so relevant hier jetzt gewesen zu sein scheint, beziehungsweise das so gut markiert hat, dass wir dann einfach drunter fallen und den vergessen. Und ich war ja eigentlich der Meinung, wir kriegen ihn nach der Bewegung schon, da hatte ich ihn schon im Auge und kam aber dann nicht. So, und jetzt sind wir dann endlich wieder dran. Und wie man sieht, er beschäftigt sich auch die ganze Zeit mit dem SMA 20 hier im Daily. Ne? Und ich hätte mir gewünscht gestern, das hatte ich auch geschrieben, dass wir halt einmal da drüber gucken und dann halt aber hier in schwarz oder rot, wie auch immer, dann drunter enden. Und das wäre zumindest mal deutlich, ne, dass halt das nicht einfach wieder zu kaufen ist. Und das wäre ein super sauberes Short-Signal dann eben auch gewesen, was auch hervorragend zu den Levels im H1 gepasst hätte und was man hätte laufen lassen können. Aber so einfach soll es ja dann halt eben nicht sein. Aber jetzt sieht man hier eben auch nicht weniger deutlich, dass wir genau da unten drauf rumtanzen. Ja, guckt euch das an.
ganz genau klemmt der eben halt da dran. Und ich wäre immer noch ein Freund davon, dass der Markt heute Abend hier irgendwo hier unten schließt und dass der Drops dann gelutscht ist, dann halt irgendwie mit morgen und dann wir noch einmal von unten nach oben dran laufen und dann halt auch wieder runterkippen. So, weil das ist auf jeden Fall eine Sache, die sollte einem ins Auge fallen und dass das halt eben nicht so irrelevant ist, beziehungsweise halt nicht so einfach rauf oder runter läuft, woran das halt eben liegen könnte. So. Was ist mit den News aus USA? Habe ich nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Vielleicht kann da mal jemand irgendwie mir ein Update geben. Da steht was mit irgendwie drohende Zahlungsunfähigkeit. Keine Ahnung. Aber auch da generell bei News, Intraday-Handel, da gehen zwar vielleicht die Meinungen auseinander. Ich sage halt immer, irgendwie im Intraday-Handel kann ich nicht irgendwie fundamental die News bewerten, das funktioniert nicht. Und aber wie gesagt, die Meinungen können da auseinandergehen. Aber ich sehe es halt so, das ist halt einfach keine Geschichte, die sich im, weiß ich nicht, 5-Minuten-Chart abspielt. Sondern wenn dann halt eher so ein bisschen größer betrachtet. So, jetzt klemmen wir hier natürlich erstmal, was auch sonst. Das heißt, kann gut sein, dass wir jetzt auch hier einfach eine Stundenkerze kriegen, die als Doji endet und dann halt um 11 Uhr die ganze Geschichte nochmal eine andere Richtung einnimmt und dann erst um 12 Uhr oder so dann halt auflöst, so wie sie auflösen soll. Aber hier, den kann ich gerade nicht greifen. Also, wir haben auch hier den M15, das ist eine grundsätzliche Aufteilung, hier M5, da M15, H1 und D1. Und hier sehen wir halt auch, das ist ja mein Liebling hier, der EMA 200, dass bei mir immer die Kennzeichnung dafür, es wird nervig. Und von daher bin ich da, wenn der irgendwo in der Nähe ist, eigentlich immer. Naja, wenn es nicht irgendwie gerade deutlich ist, was es werden soll, dann eher zurückhalten. Und weil es da halt eben oft einfach nur hin und her geht. So, das heißt, deswegen kriege ich den jetzt hier auf keinen Fall gerade zu greifen. Ja, schade, ich komme hier irgendwie nicht rein. Man kann natürlich jetzt sagen, ja gut, setz doch auf die Auflösung von der Stunde, dass die weiter runterläuft. Aber dann müsste ich halt wieder skalieren. Also das Skalieren heißt, ich müsste wieder mehrere Entries mir dann zurechtsuchen. Kann man machen. Kann aber eben halt dann auch wahnsinnig viel Zeit kosten, ne? Bis so eine Nummer halt dann aufgeht. So. Er drückt jetzt auf die Unterseite. Mal gucken, hier die letzten Tiefs im M15 dann eben auch. Ne? Der Dow. Und siehe da. Wo eben noch gesagt wurde, der Dow ist nicht ganz so schwach. Kommt hier ordentlich Tempo auf die Nummer drauf. Ne? Wie gesagt, das ist einfach sehr oft nur verzögert. Nicht mehr, nicht weniger. So, der DAX auch. Wenn doch noch hier irgendwo reinkommen, das gibt es noch nicht. Der DAX dann eben auch. Hier nochmal in der Stunde, wo ich gerade diese Linie ja gezeichnet habe. Ja, da wird es jetzt dann einfach auch wirklich brenzlig. Also wenn wir da jetzt wirklich durchschieben, dann stehen wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gleich nochmal 60 Punkte tiefer. Ja, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Gibt es nichts dran zu beschönigen. Ja, da wäre es halt echt besser gewesen, vorhin mal irgendwie da skaliert direkt reinzugehen und dann halt die Reise mit nach oben mitzunehmen, als das Hoch irgendwie da oben abzuwarten. So, und hier fallen wir jetzt durch. 9:20 Uhr. Das könnte noch einen schönen Schub geben. Ja, weil jetzt sind wir hier genau an diesen Tiefs. Wir sind unter diesem Punkt, wo sich das Volumen nach oben gesammelt hat. Und wenn da jetzt einer den Finger drauf hält, und dann stehen wir gleich hier unten. Wahrscheinlich mit einem schnellen Ruck. Dann kann man dort mal überlegen, ob man sich all den Short-Auflösungen dann halt beteiligt und dann halt vielleicht mal kurz auch in die andere Richtung dann halt mitgeht. Keine Empfehlung, ne? Ist klar.
So, weil wir laufen gerade irgendwie, und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, das ist nicht unbedingt eine gute Idee, gegen den ersten Impuls dagegen zu halten. Wir laufen gerade erst 20 Minuten und stehen hier schon an diesen Tiefs und drücken dahin, nachdem relativ deutlich hier schon in der Vorbörse klar gemacht wurde, was man von höheren Kursen hält. Und dass sich hier gerade jetzt erstmal auch nur fortsetzt. Ne? Aber wie gesagt, wenn das jetzt einer, mal gucken, vielleicht finden wir da irgendwie im Buch auch irgendwas. Wenn da jetzt also einer den Finger drauf hält und dann fällt die ganze Geschichte dann auch hier durch. So, hier mal ein bisschen aufräumen. Da muss man dann im Zweifelsfalle auch schnell sein. Ne? Klar. Ich würde jetzt mal noch abwarten in Richtung 9:30 Uhr und mal gucken, ob wir da nicht noch irgendwo reinkommen mit einem Impuls, der dann natürlich auch kommen darf. Also, ich wollte gerade sagen, ich würde wetten, wenn ich jetzt hier reingehe, geht das Ding erstmal in die falsche Richtung, weil es dann einfach Murphy's Law ist. Jetzt nicht wahnsinnig außergewöhnlich, dass Kollege Murphy dann erstmal zuschlägt. Aber ich warte mal noch ein paar Minuten. Vielleicht kriegen wir auch mal einen einfachen Rücklauf hier noch. Das wäre zum Beispiel dann im 5 hier bis knapp vor diese letzte Aufwärtsbewegung irgendwo hier so mitten rein. Und kann dann da einfach mal gucken, ob wir dort eine Gegenbewegung kriegen und dann dort halt versuchen, Short reinzukommen. Nur unbedingt unten einstoppen lassen. Unten Short ist immer schwer und geht auch regelmäßig ins Auge. Das kennen bestimmt auch ein paar andere hier. Ne? Der Jürgen schreibt ja, nicht ins fallende Messer greifen. Ja, damit ist ja eigentlich gemeint, nicht kaufen. Also daher kommt es ja halt. Ne? Also hier long gehen würde ich auch nicht. Das würde ich auch eher nicht. So, aber was man jetzt ja vielleicht ausloten kann, ist, ob wir hier in 5 Minuten Impulsverhalten haben. Das heißt, bis jetzt drückt das Ganze ja im 5-Minuten-Takt nach unten, bis auf diese eine Unterbrechung. Und das heißt dann, wenn der Markt versucht, hier ist so eine 5-Minuten-Kerze nach Long zu drehen, kann man, wenn dieser Impuls, ich muss wirklich dazu sagen, wenn nicht, dass einer auf die Idee kommt, hier einfach so drauf zu drücken, dann kann man, wenn dieser Impuls aktiv ist, bei dem Versuch, dass die Kerze auf grün zu drehen, dagegen halten und kann den sehr, sehr eng dann auch absichern. Ne? Aber wie gesagt, wenn. So, bis jetzt ist mir das noch nicht deutlich genug mit den 5 Minuten, aber man sieht, er klemmt ja genau an der Stelle, ne? Hier, wo es darum geht, das Ding hier umzudrehen. Und wo ich vorhin meinte, ich versuche mich mal in Richtung 9:30 Uhr zu handeln, heißt nicht, dass ich unbedingt versuche, um Punkt 9:30 Uhr zu handeln, sondern eben zur Auflösung von 9:30 Uhr hin. Mal gucken, ob das gelingt. So, was hier auf jeden Fall gestimmt hat, war halt diese 5 Minuten nur. Also, wenn man das machen will, gehört der Stop über die letzte 5-Minuten-Kerze. Ich bin zu langsam. Nelson. Der Kaffee ist nicht stark genug. Ja, ich wollte gerade sagen. Einfach mal machen, ne? Und nicht die ganze Zeit immer nur davon reden. Weil jetzt hänge ich schon wieder halt unten. Jetzt müsste ich natürlich schon wieder das Risiko viel größer halten und jetzt drauf bauen, dass wir halt wirklich dann auch rutschen. So, und hier wäre es halt nett gewesen, ist ja das, was ich gerade 5 Minuten lang erklärt habe, dass man halt das sehr eng absichern kann und dann wäre der Stop jetzt ganz knapp gewesen und die Nummer wäre jetzt 20 Punkte vorne. So, so ist es jetzt eine hätte Fahrradkette Nummer. Ach ja, Mann, Mann, ja.
Ich ärgere mich gerade. Ich sage zwar immer, ja, ich bin ja natürlich auch ganz froh, wenn das, was ich erkläre, sich dann halt auch zeigt, damit eben andere was damit anfangen können. Ich finde es aber auch jetzt nicht so schlecht, wenn ich was auch was damit anfangen kann, ne? Kann und nicht nur immer in der Theorie erkläre. Und weil wir jetzt machen, nämlich genau die Sache, die ich eben versucht habe zu schildern, nämlich in die 9.30 Uhr reinzuhandeln. Ne? So, und das heißt, wenn man da jetzt hier oben short gegangen ist, so wie ich es erklärt habe, Mann, hier oben an der Stelle, ne, das war ja, wo er versucht hat, das umzudrehen. Guck mal, da kann man jetzt ganz, ganz easy den Stop hinterherziehen, beziehungsweise erstmal absichern und handelt jetzt in den 9.30 Uhr Impuls hinein. So, und das heißt, da kann man die Sache dann auch ganz stressfrei abschließen, womit wir dann ohnehin jetzt hier gleich sind bei der 457. Das war ja der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn jetzt hier einer dabei bleibt, wer vorhin aufgepasst ist, ich habe gesagt, wenn hier einer dran bleibt, und das heißt auch, das impliziert das, das ist damit gemeint, nämlich, dass wir einen zeitlichen Impuls sehen von zum Beispiel 5 Minuten. Und man hat ja gerade ganz deutlich gesehen, dass dieser oder diese jemand, wie auch immer, dass da halt jemand den Finger einfach drauf gehabt hat und dann wirklich im 5-Minuten-Takt das Ding nach unten drückt. So, und das heißt, der oder die ist einfach da dran geblieben und schiebt das Ding dann halt auch dann dadurch. Das ist, genau so ist es jetzt halt eingetreten. Und ich habe ja gesagt, hier bis aufs nächste Cluster, die 547, ob man das jetzt ausreizt oder nicht, das ist jedem selber überlassen. Aber ich glaube, dass wir jetzt hier um 9.30 Uhr da reinstechen werden. Und das wäre jetzt einfach so das Naheliegendste. Und dann muss man immer noch sehen, ob dieser jemand immer noch in 5 Minuten aktiv bleibt oder nicht. Und weil das heißt nämlich nicht, dass hier Feierabend ist, ne? Wenn da jetzt einfach einer das große Programm für heute auf dem Schirm hat und dann wird es auch hier weiter gedrückt in diesem Rhythmus. Und zwar so lange, bis man halt eben sieht, okay, da passiert nichts mehr irgendwie im 5-Minuten-Bereich. Aber so kann man halt zumindest mal versuchen, die anderen Teilnehmer dann auch einzuschätzen und die abzufangen und zu erkennen, was der oder diejenige dann halt macht. Ja? So. Mal gucken, was jetzt passiert hier bei der 547. Das ist ja halt eine Triggermarke. So, einen Punkt davor drehen wir jetzt nicht. Auch keinen halben. Das heißt, hier fehlt eigentlich jetzt sowieso noch der Abschluss. Also mit Vorsicht zu genießen. Auch wenn die Reise hier vorbei ist, würde ein Abschlussimpuls fehlen. Das heißt, es gibt einmal einen Stich da rein, einen tiefen Stich. Und dann könnte es sein, dass erstmal fertig ist. Könnte. Konjunktiv. Ja, wie gesagt, einfach genau gucken, was passiert. So, ne, jetzt sind wir hier genau drauf. Und hier mitten ins Cluster rein wäre die 544. So, aber das hat auf jeden Fall soweit gepasst. Ja, der Daniel auch. Also entweder man erklärt oder man handelt. Erklärbär und handeln, beides geht nicht. Ja, ich krieg's ja schon oft hin, ne? Aber ich, das ist wie der Heiko halt auch sagt, ne? Der Heiko Behrendt, der hat da auch immer so seinen Schmerzen damit. Und weil ich bin ja eigentlich eher der schneller auf den Knopf drückt und weniger handelt. Und aber heute habe ich es, keine Ahnung, verballert. So, aber das schreibt die Birgit ja auch gerade. Bin froh über die Erklärung. Ja, also. Ne, ich meine, wenn dann jemand sagt, ne, ich gehe long und ich erkläre hier schrittweise, warum das Ding gerade fällt, dann hat man ja vielleicht auch einen Grund an seiner Haltung oder die nochmal zu überdenken. Und weil das gibt ja gerade irgendwie alles wahnsinnig viel Sinn. So, jetzt haben wir hier den Impuls runter. Also wenn das ein Abschluss ist, alles fein. Wenn nicht, wird man sich jetzt mal genau angucken müssen. So, das heißt, jetzt haben wir hier diesen Stich, ne? Guck sich mal einer das an. Ja. Und das ist oft natürlich auch ein Indiz dafür, dass erstmal fertig ist. Ne? So, aber die, ne, da gibt es halt so einen Plapp, einen Schlussstich, aber der müsste dann jetzt auch relativ schnell umdrehen und dann kriegen wir erstmal Korrektur. Ja, das war die Idee, in die 39 rein, Abschluss, Impuls, Abschluss, nochmal in Anführungszeichen, ich weiß es nicht, ob es abgeschlossen ist. Aber auf jeden Fall
Sieht es jetzt mal so, zumindest mal so aus, als wäre hier zumindest irgendwie eine Etappe und dann jetzt erstmal erledigt für denjenigen, der das hier gemacht hat. Ne? Hier sieht man auch, dreht auch direkt nach oben. Auch die 5-Minuten-Kerze geht direkt, wird direkt grün. Und ob sie es hält, natürlich weiß ich nicht, aber darauf sollte man jetzt dann natürlich dann halt auch gucken, hält oder hält nicht. Ja, das heißt, wird jetzt zugelassen, dass die weiter nach oben läuft, dann ist das Programm wahrscheinlich erstmal durch. Ne? So, da schreiben ja wenigstens einige, so danke, konnte die Strecke mitnehmen, das war der Plan. So. Wie gesagt, ich finde es halt selber immer gut, wenn ich es natürlich halt auch live handeln kann und nicht nur hier den Markt live erkläre. Ich finde es zwar trotzdem hilfreich, klar, ne? Aber es ist ja halt eigentlich auch ein Live-Trading-Webinar und nicht ein Live-Erklär-Webinar. Aber gut. Ich war halt zu langsam heute. Kann es nicht ändern. Ist so. So, was macht denn der Dow? Jo, der fällt auch ins Loch. Ne? Und da, oh ja. Das ist natürlich hier heftig. Ne? Weil, also, zudem hatte ich noch was geschrieben, was die 772 angeht, dass die zum Beschleuniger nach unten werden könnte, sollte eigentlich. Die ist in Orange, schon ganz lange Orange heißt, da ist Volumen zu erwarten, da ist ein Point of Control zu erwarten. Und einmal hatten wir ihn auch schon da und da war auch schon ordentlich was los. So, und jetzt klemmen wir wieder hier unten auf der 772 halt rum. Und ich glaube nicht, dass diese Geschichte hält. Wenn man das mal rein markttechnisch betrachtet, dann hatten wir gestern folgende Situation. Ja, ich glaube, ich komme hier heute einfach nicht mehr rein. Ich sollte mich da jetzt auch nicht zu sehr drauf versteifen, so, sondern versuche das hier mal zu erklären. Der war falsch. So, fangen wir mal hier unten einfach an. Man sieht auf alle Fälle Folgendes. Also, ich mache es mal ein bisschen größer noch. So, auch mal violett, das sieht man wenigstens gut. Das ist fast violett geworden, okay. So, da sieht man vor allen Dingen halt auch, wir haben halt hier über diese Hochs drüber neues Hoch gemacht. Dann haben wir hier irgendwie eine 76er Korrektur hingelegt. Und dann. Moment mal, wie war das? Und dann ist die Geschichte nochmal hier hoch. Das heißt, der hätte, was man von hier vorne noch anfängt, ja, der hätte halt hier wirklich auch genauso gut einen Aufwärtstrend basteln können. Also hier sieht man ja, wir kommen da halt hoch, hier ein Hoch, kein neues Tief, neues Hoch, kein neues Tief. Und deswegen habe ich ja gesagt oder geschrieben im Blog, der Dow lässt die Frage so ein bisschen offen, was das werden soll. Und auch wenn mein Favorit generell halt runter ist, aber er hätte natürlich das jetzt hier genauso gut verwandeln können und nämlich einfach dann auch wieder neues Hoch machen. Das heißt, dann wäre es einfach nur hier Long Trend gewesen. So ist es jetzt aber nicht. Und deswegen spielt das natürlich halt hier mit rein, dass ich sage, nochmal 772 wird eher ein Beschleuniger sein nach unten als jetzt irgendwie nach oben. Auch wenn wir jetzt hier erstmal reagieren, spielt jetzt erstmal nicht so die große Rolle für meine Begriffe, weil einfach das Tief ist durch, das Tief ist durch. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen Bruch, relativ deutlichen Bruch vorliegen. Außer, einzige Ausnahme wäre jetzt, dass die ganze Nummer dreht jetzt um nach seitwärts. Das ist noch die einzige Gefahr, die wir haben, aber long ist das nicht mehr. Das heißt, wir sind hier entweder seitwärts oder short, aber nicht long. Und wenn man da jetzt auch mal auf den ich denke mal, das ist verständlich, rein von dem Aspekt hier. Ne? Weil das sind hier ja die gebrochenen Tiefs. So, da ist einfach, die Farben sind ein bisschen abenteuerlich. Ich glaube, man weiß aber, was ich meine. Ne? Das heißt, das ist gebrochen. Da, wenn er da versucht, jetzt natürlich drunter zu bleiben und die ganze Nummer nach unten wegzudrücken. Und deswegen sollte das hier halt jetzt auch gleich zum Beschleunigungsstreifen werden. Und wir dann auch noch mal eine Etage tiefer fallen. Und dann ist der Long Drops auch durch. Und wenn man sich jetzt hier,
mal im Daily nochmal anguckt, ja, dann könnte sich das hier in zwei Etappen abbilden, nämlich dass wir zwar gestern drüber geschlossen haben, heute schließen wir drunter. Also ja, vorausgesetzt, es wird jetzt nicht irgendwie seitwärts und komisch, sondern wir schließen heute irgendwie darunter, dann laufen wir morgen oder auch nicht. Ja. Aber die Chance wäre dann da, dass wir zum Beispiel morgen dann noch mehr hier hinlaufen, den nochmal abholen und dann adios, muchachos. Ja, das wäre halt dann zumindest eine Bewegung, die dann halt auch im Daily plausibel wäre und die man dann auch im H1 dann einfacher einfangen kann. Also eigentlich konnte man es heute schon, aber da sollte man vielleicht nächstes Mal einen Händler fragen, der nicht so verschlafen ist wie ich, weil er ein bisschen schneller ist. So, schauen wir mal. Kriegen wir da noch irgendwas? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. So. Also klebt hier am Vortagestief, wird jetzt einmal von unten bestätigt gerade die Nummer. 772 ist generell schwer zu handeln. Das war die ganze Zeit schon so, weil er hat ja einfach fürchterlich dran rumgenervt. Aber könnte jetzt hier aufgehen. Auch wenn er hier auf 5 Minuten jetzt erstmal so tut, als würde das halten. Habe ich so ein bisschen meine Zweifel dran. Zumindest nicht lange wird es halten. Da bin ich mir dann schon recht sicher. So, was sagt denn der DAX? Ja, ne, sieht man ja hier. Da ist wahrscheinlich erstmal durch die Nummer. Und also die 5 Minuten Programmnummer, das heißt, jetzt im nächsten Schritt würde er versuchen, halt hier diese letzte Kerze auszuhebeln. Das heißt, die plausible Stelle wäre dann hier oben die 492. Da, wo, also wenn er jetzt hier diese Long-Bewegung versucht fortzusetzen, 492. Und dann mal gucken, ob das zum Ende der Stunde hin nicht dann doch ganz nach unten auflöst. So, das heißt, das wäre ein Punkt, da kann man jetzt mal gucken, ob man da reinkommt. Müsste ja hier sein. Das ist auch genau das Valley Area Low, wie man sieht. Also da, wo heute 70% des Volumens gedreht wurden, also die Unterseite. Und das passt natürlich dann auch sehr gut erstmal dazu. Das heißt, da könnte man jetzt mal gucken, ob das funktioniert, ob man da halt in den Markt reinkommt. Weil auch hier glaube ich nicht, dass die das jetzt, genau wie vorhin bei der 8 Uhr Bewegung, dass der Markt es schafft, das nach oben wegzudrehen. Ne? Also das heißt, hier noch irgendwie in Long aufzulösen, also hier oben drüber. Aber selbst dann wären wir immer noch hier am Tagestief von gestern, was dann immer noch nicht Long wäre, egal wie die Kerze dann halt schließt. Ne? So, 39. Wir haben jetzt bis jetzt ja erstmal nur zwei 15-Minuten-Kerzen, die da halt hingezimmert wurden. Ich gehe jetzt mal, wie gesagt, von dem 5-Minuten-Takt aus, dass der noch nicht ganz durch ist, sondern jetzt erstmal halt hier nur der letzte Impuls da nochmal versucht wird auszuhebeln. Und wird dann da jetzt mal versuchen, reinzukommen, für ein paar Punkte zumindest. Große Strecke ist natürlich, habe ich natürlich verpasst, ist klar. Schade, das waren immerhin 100 Punkte, ne? Da hat man schon mal irgendwie so eine Eröffnung und dann, ja. Aber ja, so what? So, und ihr so? Ich kriege hier so ein bisschen Feedback, dass der ein oder andere irgendwie die Strecke mitgenommen hat, ein paar Punkte mit nach unten mitgenommen hat. Gebt doch mal irgendwie ein Feedback, freue ich mich, wenn ich was zu lesen kriege. Alle eingeschlafen? Ah, okay. Short seit im Dow seit 063. Ja gut, das war nicht heute, das war gestern. Short verpasst. Wieso? Ich darf das verpassen. Ihr dürft das nicht verpassen, wenn ich das erkläre. Ihr habt doch Zeit, ihr müsst doch nur irgendwie auf den Knopf drücken
Ich muss halt hier mal gucken, dass irgendwie ich das richtige Bild habe, die richtigen Knöpfe drücke, ich mit meinem Kopf da unten im Kontrollbild nichts verdecke, gucken, dass ich mich auf das Tastatur nicht vertippe, dass ich mich nicht verplappere. Und da ist es immer so, dann sind wir überfordert. 100 Punkte mitgenommen. Sehr geil. Das ist sehr geil. Super. Das ist doch richtig gut. Das freut mich. Das freut mich. Ganz klar. Sehr schön. Also hier kommt schon einiges rein. Das ist natürlich echt schön. So, und einen kleinen Rücklauf mitgenommen. 100 Punkte mitgenommen. Short verpasst. Big Short. Erklärungen. Hilfreich. DAX 90 Punkte. DAX und Dow 90 Punkte. Ja, nice. Nice, nice. Das macht doch Spaß. So, das hebt zumindest meine Laune. Mal gucken, wahrscheinlich darf ich jetzt zum Abschluss hier 20 Punkte versenken. Ich sehe es schon kommen. Aber ganz ehrlich, wirklich jetzt, ne? Ich finde halt immer so bei diesen Webinaren geht es ja nicht um mich. Also es ist ja viel wichtiger irgendwie, dass ihr da halt was mitnehmt. Und wenn ich es auch verpenne, ja, dann ist es ja meine eigene Schuld. Und es ist mir echt, es freut mich viel mehr, wenn ich dann halt irgendwie lese, so, ja, ich habe da was mitnehmen können oder ich habe was gelernt und jetzt ergibt es Sinn und weiß ich nicht was. Ja, das ist, finde ich, halt wesentlich wertvoller für den Sinn des Webinars, ne? Weil das ist ja hier nicht irgendwie eine Dirk-Hilger-Show und in der ich irgendwie unter Beweis stellen muss, dass ich an der richtigen Stelle auf den richtigen Knopf drücke. Theoretisch natürlich schon, also ne, mit dem Drücken, nicht mit der Show, aber mit dem Drücken halt schon. Aber solange ich erklären kann, wo ich auf den richtigen Knopf drücken würde, in welche Richtung und der Markt das dann macht, ist doch dann auch okay. Ja. So. Also, schauen wir mal. Jetzt noch 2 Minuten, komm schon. Gib mir wenigstens noch 10 Punkte hier. Das kann ja nicht sein. So, 510, kann man gucken. Ja, die war vorhin das ein bisschen drüber. Ne? Das war natürlich dieser Volumenpunkt. Muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht drüber schlittern. Aber erstmal dreht das Ding ja hier nur auf der Stelle rum. Ja, der Abschlussimpuls war hier schon nett. Ne? Also konnte man natürlich auch für ein paar Punkte machen. Also das kann man dann schon machen, aber man sieht, es wird plötzlich schnell irgendwie in der Taktung. So, why not? Ne? Kann man natürlich auch mal kurz irgendwie dagegen halten und dann Hauptsache, man erwartet dann nicht irgendwie den kompletten Rücklauf und nimmt dann halt irgendwie 10, 15, 20 Punkte mit und dann ist das doch auch okay. So, aber sieht so ein bisschen so aus, als kriege ich den gar nicht, ne? Den Rücklauf hier. An der Stelle, um den dann da einzutüten, wobei der dann halt auch nicht mehr weit zu handeln wäre. Ne? Dann irgendwie nochmal die Tiefs ausloten und das war es dann halt auch. Ne? Mehr würde ich dann, also wenn der jetzt gefüllt wird, mehr würde ich da gar nicht mehr dann auch erwarten. Besser wäre aber gewesen, er wäre direkt hier raufgelaufen und jetzt nicht so lange rumgezackere hier. Das hätte ich dann schon ein bisschen besser gefunden. Was macht der da? 772 abschießen. Das soll er auch machen. Wie sieht denn der hier aus? Ja, auch in weiß erstmal ist okay. Das ist okay, heißt aber nichts. So, 45. Nee. Wir loten nochmal die Lows aus. Wenn wir jetzt halt also hier mit dem Anlauf kämen, das heißt, und jetzt hier das Low nochmal antestet und kein neues Tief macht, also das wäre zumindest mal die Herangehensweise bei einem US-Markt, der nicht ganz so belastet ist wie der DAX, also kein neues Low macht und dann nach oben kommt,
dann ist natürlich die Nummer hier auch schon abgefrühstückt, ne? Das heißt, dann ist die Chance dann auch geringer, dass der aufgeht. Und das ist halt auch klar, ne? Weil es geht ja jetzt darum, halt irgendwie im nächsten Schritt herauszufinden, wird das nach unten fortgesetzt oder nicht. Und wenn das natürlich vorher schon getestet ist, ob es fortzusetzen ist oder nicht, gibt es auch keinen Grund, warum das jetzt direkt nochmal gemacht werden soll. Deswegen sage ich zum, oh, Entschuldigung. Deswegen sage ich zum Beispiel auch immer, direkt hoch klappt nicht, direkt runter klappt nicht. Ne? Also direkt hoch klappt nicht für Long. Und umgekehrt natürlich genauso. Und das ist halt eben dann auch der Hintergrund, ne? Weil nicht nur, weil dann keiner einen vernünftigen Einstieg hat und das meistens dann halt eben nur Auflösungen der Gegenrichtung sind, sondern eben auch genau sowas, ne? Das heißt also, dass zum Beispiel halt ein Kursbereich halt einfach nicht vernünftig ausgelotet wurde und ein Widerstand, den man ja hier jetzt bräuchte, also oder jetzt hier ein Support, ja, damit es long geht, das wäre ja dann halt erstmal ein Test, hält der Support oder nicht. So, und wenn der hier schon mal gehalten hätte an der Stelle, ne, also hier in dem Bereich, wenn das jetzt gehalten hätte und kommt dann hoch und macht hier neue Hochs, dann nicht so gut, hier noch Short dagegen zu halten, ne, weil dann ist das ja eigentlich schon beantwortet. Und dann geht man lieber eine Etage höher und guckt sich dann halt die nächste Welle an. Und die wäre dann halt eher hier oben in dem Bereich, ne? Also dann hier nochmal bei der Kassaeröffnung. Und das ist, hat dann halt wesentlich mehr Aussicht auf Erfolg. So, wenn der jetzt aber halt hier direkt, er macht ja schon jetzt schon nicht direkt, ne? Sondern das ist jetzt ja schon tricky. Heißt aber, wenn wir halt hier jetzt direkt darauf gelaufen wären, ne? Direkt dahin, so ohne es zweimal zu testen, dann ist es eigentlich relativ leicht, da dagegen zu halten und dann mal zu gucken, ob das da unten durchgeht, ne? Und nur jetzt muss man halt schon gucken, ob das überhaupt noch wirklich sinnvoll ist. Also noch waren wir nicht da unten, noch ist es okay. Nur je tiefer der hier kommt und dann hochläuft, dann will ich den auch canceln. Ja. Nur weil ich jetzt hier irgendwie unter Beweis stellen muss, beziehungsweise ich muss ja nicht, dass ich hier noch in der Lage bin, irgendwie ein paar Punkte rauszuschneiden. Wenn ich einfach auf meinen ersten Satz gehört hätte, dann wäre ich jetzt hier auch mit 100 Punkten ja schon dabei, wie es ja einige von euch ja eben auch sind. So, Nelson, ne? Schwache Leistung. Naja, also ich verstehe dein Ärgernis, aber hast echt alles gut erklärt. Bewegung war da, Feedback war super im Chat. Also im Großen und Ganzen darfst du heute zufrieden sein. Ja, sehe ich auch so, ehrlich gesagt. Ist natürlich immer so, dass das Persönliche, was dann halt mit reinspielt, ne? Das ist halt klar. Aber gut, 49, was macht der Dow? Gucken wir da auch noch mal kurz rüber. Aber der bohrt sich hier wirklich sauber durch, ne? Der bohrt sich da wirklich ganz nett durch die 772. Und der hätte echt jetzt auch gute Karten, es direkt nach unten abzudrücken, die Nummer. Also direkt runter hier nochmal irgendwie fast 100 Punkte tiefer in einem Rutsch. Da spricht eigentlich gar nichts dagegen. Na, überhaupt nichts. Da spricht nicht wahnsinnig viel dagegen. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt halt hier in der Stunde halt irgendwo drunter enden. Also die 772 ist zwar kein Trigger. Ich mache das grüne Ding hier weg. Das ist ja so hässlich. Mal irgendwie eine andere Farbe. Das gibt es ja gar nicht. Ist das besser? Ja, wenigstens ein bisschen. So. Ja. Oh, das wäre halt wie ich ja eben gesagt, das wäre einfach nur eine logische Trendfortsetzung. Vor allen Dingen hängt der hier im Nichts. Ne? Der DAX hat ja unten schon irgendwie was erledigt. Also jetzt halt irgendwie an Triggerpunkten und der Dow halt nicht. Von daher, er kann völlig stressfrei jetzt hier in 10 Minuten auch noch komplett abkippen. Das kann der schon machen. Aber wie gesagt, unten Short ist schwierig. Ne? Also wenn man das macht, sollte man es wirklich mit ganz kleiner Size machen
und sich darauf einstellen, dass es dauert und dass man skalieren muss und auch, dass man unten gar nicht mehr hinkommt. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr dabei. Ne? Also sowas jetzt halt zum Beispiel. Das ist natürlich tricky. Hier sieht man es jetzt ganz deutlich. Deswegen muss man da jetzt ein bisschen mehr aufpassen. Wir haben hier ein kleines aufsteigendes Tief. So, das heißt, das ist ein Test. Wenn der jetzt oben durchschießt, dann wird es erstmal nochmal ein bisschen nervig. So, und der Dow macht sowas zum Beispiel halt sehr, sehr sauber. Das heißt, auch wenn ich jetzt gesagt habe, spricht nichts dagegen, dass der nach unten durchfällt. Aber wenn hier unten, der macht ja gerade den Doppeltest, ich weiß nicht, ob der DAX ihn auch gemacht hat. Aber wenn man das sieht, und ist Short da unten, Das kann dann sein, dass der jetzt dann halt hier wirklich erstmal die nächste Welle höher dann halt eben auslotet und sich das Ganze zeitlich so ein bisschen hinzieht. Aber das war kein neues Tief. Und das ist halt schon ganz klar ein Klassiker für, ich muss jetzt erstmal oben gucken, was da los ist. Und da wäre jetzt tatsächlich als nächstes wieder der Punkt erstmal dran, also die 800. Auch wenn ich mir noch so wünschen würde, dass der jetzt halt hier durchballert, durch die 772, wenn er es jetzt nicht macht, muss man halt eben ein bisschen Geduld haben. So, und der DAX hat es nicht so sauber gemacht, aber das ist typisch für den Dow. So, gut, also ich kriege hier nichts mehr, also nichts, was ich noch irgendwie auch sinnvoll beenden könnte, jetzt irgendwie bis 10 Uhr. Von daher würde ich sagen, machen wir jetzt hier einfach den Deckel drauf. Ich freue mich mit euch allen, die hier etwas eintüten konnten. Teilweise ganz richtig ordentlich. Und ja, dann beenden wir halt das Live-Trading-Webinar ohne einen Live-Trade von meiner Seite. Mann. Aber gut, okay. Nelson, einverstanden? Ja, einverstanden. Super Webinar. Vielen, vielen Dank, Dirk. Okay. Dann machen wir das so. So, dann sage ich an der Stelle Dankeschön. Vor allen Dingen danke fürs Feedback, was da alles reingekommen ist. Das hat echt Spaß gemacht. Und ja, passt auf euch auf. Macht keinen Quatsch. Und genießt die Sonne, den Sommer, solange er noch da ist. Wir sehen uns nächste Woche, glaube ich, ne? NFP. Ja, genau. Ich bin nur gerade überlegen. Muss mal gucken, wie ich das mache, weil ich habe ja noch einen Vortrag nächste Woche auch bei der WOT auch am Freitag. Ich hoffe, das ist nicht um die gleiche Zeit. Das wäre natürlich fatal. Und dass ich da keinen Quatsch gemacht habe. Aber generell bin ich ja auch nächste Woche am Donnerstag auch noch. Ich hoffe, das ist okay, dass ich es hier kurz erwähne. Ja. Bei der World of Trading im Live-Trading dabei. Aber ich handle ja dann ohnehin mit einem FX-Flat-Konto. Von daher ist das ja wahrscheinlich auch okay. Ne? Natürlich. Hoffe ich mal. Okay. Und dann... Und dann vor allen Dingen irgendwo, wo die Sonne scheint. Also ich werde es nicht von zu Hause aus machen. Ich hoffe, das funktioniert technisch alles dann nächste Woche. Ich habe auf jeden Fall alles dabei, auch großen Monitor und keine Ahnung was. Und wird schon gut gehen. Alright, also dann sage ich nochmal Dankeschön. Freue mich dann auf die nächste Woche. Wir sehen uns und gebe aber gerne dem Nelson das letzte Wort. Bis dahin. Ciao. Ja. Super, ich schließe mich an. Vielen, vielen Dank an alle, die heute dabei waren. Und ich wünsche noch eine erfolgreiche Woche. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und dann gerne bis nächste Woche. Also, ciao, ciao.